Hallo, grüß euch. Heute ist ein neuer Film in der Videothek, heißt Factory Girl. Ein recht lustiger Film eigentlich. Ich habe ziemlich gelacht. Eigentlich ist es ein recht ernster Film. Es geht um eine Beziehung von dem Factory Girl genannt. Die spielt jetzt Sienna Miller. Die lernt den Andy Warhol kennen und verliebt sich ziemlich in ihn. Und er nimmt sie ein, ihr ganzes Leben. Und im Prinzip ist sie am Ende dann zerstört, weil sie nicht fertig wird damit. Und stirbt mit 29 Jahren. Und der Film bringt eigentlich tiefe Einblicke in das Leben von Andy Warhol und seine Kunst und sein Lebensort. Und ja, super umgesetzt, sehr gut gemacht. Natürlich nichts für Mainstream-Schauer, sondern wirklich eher so alternativ. Arthouse-Produktion. Und Guy Pearce spielt sensationell den Andy Warhol. Ist unglaublich, was er da leistet. Und ja, sehenswert und recht traurig eigentlich die Geschichte. Ich hab sowas von gelacht. Schaut's ihn an. Also krieg von mir 8 von 10 Punkten.